Ja, was ist denn hier los? Ja. Den da kennt ihr aber. Ja, it's me, bestechlich. Hello, Party People, and welcome to my channel, heißt das mal wieder. Ja, was soll ich sagen? Die Reaction auf Josh sein Video über das Thema Tattoo-Schmerz kam bei euch gut an. Ja, ich habe euch gefragt, wie gefällt euch das? Und ihr habt eigentlich im Prinzip nur positive Rückmeldungen, habe ich nur gekriegt, egal ob jetzt über YouTube oder Instagram oder Co. Egal wo, also kam also nur Positives. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, mir hat es auch Spaß gemacht, deshalb setze ich mich auch nochmal dran. Und wir hier an diesem Handgeklüppel und von mir in liebevoller Kleinstaufbauweise kredenzten Layout seht, wird es vielleicht auch gar nicht mal so bei den Reactions bleiben. Ja, sondern ihr habt es immer wieder angesprochen, ihr wollt Livestreams und ich will das auch versuchen. Ja, ich muss mich da immer noch reinfinden, viele Sachen. Auch das hier war schon für mich, ja, also das war schon eine Hausnummer, ja, das alles hier so auf die Beine zu stellen. Letztlich ist es einfach so, dass ich vorher war die Mobilität nicht gegeben, also die ganzen Gegebenheiten haben mir gar nicht gepasst. Es ist aber auch so, dass ich mit anderen Leuten auch Projekte angefangen habe oder anfangen wollte, Podcast und Co. Und dann hat das alles mit meinem Terminkalender nicht gepasst, dann wieder mit seinem nicht. Und letztlich haben wir dann gemerkt, oder ich zumindest, dass das wird im Sande verlaufen, einfach weil man gar nicht die Zeit hat, regelmäßig zu posten. Und das, finde ich, sollte dann schon sein. Wenn man irgendwas anfängt, sollte man das schon in regelmäßigen Abständen dann wieder machen. Auch wenn ich mal ab und zu eine YouTube-Pause gemacht habe, muss ich auch sagen, ne, fairerweise. Aber zumindest habe ich dann doch ja eine Regelmäßigkeit drin. Und das sollte halt in solchen Sachen einfach auch sein. Und das hätten wir mit dem Podcast, glaube ich, nicht hinbekommen. Ja? Da hatte ich schon kurz überlegt, ob ich selbst einen Podcast einfach machen soll, wo ich nur Quatsch. Aber das mache ich in meinen Videos auch und da habe ich gedacht, da können wir auch einen Stream draus machen. Ja? Nagelt mich bitte noch nicht darauf fest, wann das ganze Projekt dann starten wird. Ich versuche das so schnell wie möglich hinzukriegen, aber ich weiß noch nicht, wie schnell ich das wirklich umsetzen kann. Ja, denn mein erster Grund war natürlich immer, dass ich halt damit nicht, ja, ich habe halt keinen Platz gefunden, so, also da, wo wir hier leben, ja, da habe ich zwar so einen 4.000, 5.000 € zusammengeschusterten Videobearbeitungs-PC stehen. Ja, der steht aber auch jetzt schon ganz schön lange und ich glaube, wenn ich den jetzt starten wollen würde, dann würde er erstmal Updates ziehen bis 2036. Deshalb ist das schon mal keine Option gewesen für mich. Plus, ich müsste dann die Familie aus dem Wohnzimmer verbannen, denn da steht dieser PC und dann kriege ich wahrscheinlich einfach nur eine Bratpfanne am Kopf und die Kinder beißen mich und so, wer weiß, was noch alles passiert. Deshalb ist das halt für mich keine Lösung gewesen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, schauen wir mal und habe mir halt so ein ja, einen Laptop gekauft, der das Ganze auch machen soll. Und ich hoffe, der schafft das auch. Und dementsprechend werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Ja, jetzt kann ich mich überall in sämtliche Ecken unseres Hauses hier verziehen. Und in dem Fall auch ab und zu ins Studio, ja, wenn die Gegebenheiten zulassen. Da könnte ich am Wochenende auch sagen, ach, ich fahre mal dahin, vielleicht am Sonntagmorgen oder so was oder Sonntagabend. Und nimm da mal was auf. Das sieht also, würde alles funktionieren. Deshalb ist jetzt natürlich eine andere Grundvoraussetzung gegeben. Deshalb starte ich auch mit den ganzen Sachen. Okay, nichtsdestotrotz, vielleicht noch eine Sache. Ja, möchte ich sagen. Punkt 1. Was schön wäre von euch? Ja, wenn euch das hier auch weiterhin gut gefällt, bitte kommentieren. Ja, damit ich immer weiß, ja, es gefällt euch auch wirklich. Ja, und nicht irgendwie war so ein einzelnes Video war schön. Aber im Nachgang wollen wir dich doch gar nicht so viel quasseln. Sehen, hören, tun, machen, wie auch immer. Da wäre toll, wenn ihr da in den Kommentaren reinhauen würdet, ob euch das trotzdem gefällt, hier die ganzen Reaction-Sachen und so. Und gleichzeitig vielleicht auch mal was zum Layout sagen, was ich mir hier so einfallen lassen. Und auch, ob ihr Bock auf die Livestreams hättet. Und vor allen Dingen vielleicht mal Zeit. So, ja, also mir persönlich kommt so im Kopf, ich würde jetzt nicht am Wochenende streamen wollen. Ja, da bin ich ganz ehrlich zu euch, weil halt ich habe halt Familie. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht so auf so einem blöden Dienstag oder einen Donnerstag oder Mittwoch, irgendwie sowas, in der Wochenmitte, man sagt, mal abends könnte man das mal machen. Ja, eure Ideen gerne reinschreiben. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis Richtung Instagram. Ganz wichtig, blende ich euch auch gleich irgendwo nochmal hier ein im Video. Es ist so, dass, wie heißt das? Ich gucke mal ganz kurz nach. Mit diesem Telefon. Malix hackt. Sehr schön. Okay, auf jeden Fall, dieser junge Mann hatte mir geschrieben, dass der halt meine Videos auch verfolgt und hat da wohl auch einige schon für sich dann auch ziehen können aus den Videos, was ich natürlich sehr feier. Freut mich natürlich, ne, wenn einer da, wenn den das weiterbringt. Und der hat gesagt, er kam gar nicht erst darauf, mir auf Instagram zu folgen. YouTube ja, aber Instagram halt nicht. Weil, ja, weiß ich, irgendwie der hat gerade gut. Klar, es gibt ja Leute, die interessieren sich halt wirklich nur fürs Tätowieren lernen und halt der zu Tätowierende, der interessiert dann wiederum nicht, was ein Tätowierer so schön findet oder
weiß gar nicht, ob ich richtig ausgedrückt habe, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, und der hat mich auf eine super Idee gebracht. Der hat gesagt, du mal, weißt du, was doch geil wäre, wenn du deine ganzen Tattoos, die du so postest dann auf Instagram, wenn du da immer beischreiben würdest, für uns als deine Anhänger, Jünger, Follower, dass du da vielleicht reinschreibst, pass mal auf, so und so und so habe ich das gestochen. Von mir aus mit der Maschine, die Nadeln dabei, vielleicht noch Voltzahlen, alles an, was ich mich so erinnere. Das habe ich auch vor. Ja, also, wenn ihr Bock habt, das alles so ein bisschen mitzukriegen, dann ja, klickt mal auf Instagram rein. Unter bestechlich Tattoo Art findet ihr mich dort. Und dann ja, könnt ihr da demnächst mal ein bisschen so ein bisschen spionieren, was so da los ist. Ja, also ich versuche das auf jeden Fall zu machen. Ich finde die Idee auf jeden Fall cool. Und deshalb werde ich das übernehmen. Und habe mir auch direkt gesagt, ich werde das in dem nächsten Video erzählen. Also, Versprechen gehalten. So, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt, sag ich mal, mit dem ganzen Reagieren loslegen, würde ich sagen, oder? Auf geht's. So, ja, guck mal, ist das nicht ein tolles Design hier? Guckt euch doch mal das Design an hier von mir. Ja, da kommt am nächsten auch, was ganz anderes. Also, ich kann euch direkt sagen, ich habe auch vorne ein bisschen im Hintergrund hier was dazu zu machen. Jetzt haben wir hier eine weiße Wand. Sieht ja so geil aus. Mein Schatten bewegt sich auch noch von beiden Seiten immer hin und her. Das ist irgendwie verrückt ein bisschen. Oh, jetzt habe ich mich von mir selber erschreckt. Nein. Nein, Leute, da soll auch noch ein bisschen Deko und so kommen, bestimmt ist auch noch dahin. Ich lasse mir gerade eine coole Lampe nämlich auch handklöppeln von jemandem. Bin mal gespannt. Gut, das soll nicht eure Sorge sein, aber auf jeden Fall Layout, finde ich, passt schon mal. So, was ich natürlich hier machen wollen würde. Wir gehen mal rein hier einfach, was haben wir denn hier? Hier haben wir natürlich meinen Kanal. Ja, mein Kanal. Was ich auch überlegt hatte, war einfach mal zu gucken in meinen Videos. Da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu sagen, ja, in den Kommentaren so. Es gibt natürlich meinen Kanal schon was länger, ja. Also ich würde immer von mir überhaupt nicht, bin zumindest der erste deutschsprachige Kanal, der mal über Dragonhawk gesprochen hat. Das sieht man auch daran hier, vor zwei Jahren, 5423 Aufrufe oder sowas. Auf jeden Fall, da kam die Lenze, da habe ich darüber gesprochen und ja, hier ist meine Kanalvorstellung und von dort an ging es los mit YouTube. Ja, und ich würde gerne mal auf irgendwie alte Videos von mir sogar reagieren, zumindest mal so 1, 2 einfach nur mal zu gucken, wie da die Qualität war, Leute, ehrlich, also das war ja, da werde ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das seid auch ihr schuld, ja, muss ganz klar sagen, ich habe angefangen mit dem Handy, der Autofokus brutal schlecht, die Kameraqualität auch nicht so gut und der Sound, puh, da wollen wir gar nicht erst drüber reden, bis ich mich mal habe überreden lassen, ein Mikrofon dafür zu kaufen und das war dann auch irgendwie, ja, semi-geil, ne, und ja, dann hat sich das irgendwann entwickelt, also ich bin nicht jemand, der sich gern selbst großartig auf die Schulter schlägt, würde ich sagen. Ja, also das mache ich ungern, aber ich muss sagen, in der Videoqualität doch habe ich selber gemerkt, da habe ich ziemlich gut zugelegt, würde ich sagen. Das hat schon, das hat ziemlich gut funktioniert. Ja, da aber auch danke an die ganze Community, die da gesagt hat, mach doch mal so. Ja, irgendwann habe ich breitschlagen lassen, hätte keine Ahnung von irgendwie so einer Kamera da oder wie ich das mit Ton mache und wie ich das mit Licht mache und so. Und heute würde ich schon behaupten, meine Videos sind ganz cool. Ich würde sie mir angucken. Ja, okay. Auf jeden Fall, so alles würde ich gerne mal reagieren. Und im Stream, hundertprozentig. Also wenn wir streamen, das kommt auf jeden Fall auf euch zu. Möchte ich auf jeden Fall reagieren mit euch auf die Silvester-Sonderfolge. Das ist, ganz ehrlich, ich pisse mich jedes Mal ein, wenn ich sie sehe. Ich finde die irgendwie cool. Das muss auf jeden Fall gegeben sein. So, jetzt habe ich fast 9 Minuten lang durchgesabbelt. Nur anderes Zeug und überhaupt auf gar nichts reagiert. Ihr werdet merken, der Stream wird immer sehr lange gehen. So, heute aber möchte ich mir angucken, und zwar von Seven Inc. ein Video, ja, vom lieben Tom. So, ja, es ist einmal ein kurzer Sprung gewesen, weil natürlich, so wie das nun mal ist, ne, hier was abgeschmiert ist und ja, naja gut, letztlich möchte ich mir heute ein tolles Video ansehen vom Tom, ja, vom lieben Tom. Grüße gehen raus, natürlich auch alles abgesprochen mit ihm, weil ich bin, wie gesagt, ein Verfechter des Spruchs, warum Feinde machen, wenn man Freunde haben kann. Ja, und so ist es auch beim Tom. Und so der eine oder andere hat es ja auch schon vermutet. Und das ist jetzt eigentlich ist ein offenes Geheimnis, ja. Ja, es wird eine Folge kommen, wo ich bei Tom im Podcast bin. Ja, so. Jetzt könnt ihr alle Hello und Alarv schreien, denn wir haben nämlich heute Karneval. So, aber, ja,
Auf jeden Fall, wir hatten schon ein bisschen mal geschrieben über Instagram und wir wollen das durchziehen. Deshalb auch ein Mitgrund, warum ich mir diesen Laptop hier geholt habe, damit das auch in einer guten Qualität alles vonstatten geht, nicht? So, jetzt wollen wir mal reingehen hier in richtige Körperposition für einfaches Tätowieren. Finde ich gut. In diesem Sinne. Attacke. Ne? So. Upp. Und dann ziehen wir uns mal hier rüber. So. Auf geht's. Da bin ich mal gespannt. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du am besten die Haut spannen kannst am Körper selber in den bestimmten Bereichen, in denen es etwas schwieriger wird. Und zwar fangen wir jetzt hier einfach mal an mit dem Hals. Wenn du jetzt halt ein Motiv hast, das du am Hals tätowieren möchtest, in diesem Bereich, dann ist es relativ schwierig, weil du hier viel überschüssige Haut hast. Alle beweglichen Stellen, auch zum Beispiel Handgelenk. So, bevor wir das jetzt machen, erstmal auf Gönnung. Ah, ich liebe das. Ah, Kokosnussblaubeer. Nice. Okay, Leute. Ding los. Okay, er hat also gesagt, schwierige Körperregion. Okay, das scheint schon in eine Richtung zu gehen, wo ich gar nicht mitgerechnet hätte. Aber schauen wir uns das einfach mal an. Lenk, Armbeugen, Kniebeugen und so weiter, Knöchel. Da ist immer etwas mehr Haut, damit diese Bewegungen stattfinden können. Deswegen muss man in diesen Bereichen einfach mehr spannen. Wenn ich jetzt den Hals frontal tätowieren möchte, dann lege ich meinen Kunden erstmal komplett auf die Liege ganz normal und bitte ihn dann, den Kopf einmal ganz nach hinten durchzuziehen. Okay, ja, Hals muss ich auch sagen. Ja, eine echt blöde Position, Hals immer doof, ja. Egal, ob ihr hier tätowiert, hier oder hier, also so unterm Kinn so, da geht noch alles, ja. Auch Nacken ist sehr unangenehm zu tätowieren, einfach weil ja jeder hat hier so ein bisschen, schwimmelt eine mehr, ein bisschen weniger und die Haut ist halt auch, die Hautbeschaffenheit ist da nicht so geil zum Tätowieren. Aber natürlich kann man die ganze Sache irgendwie vorbeugen, ja. Natürlich könnt ihr euren Kunden ein wenig präparieren, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ich mache das auch so. Ich lasse die meistens über ein Stück über meine Tattoo-Liege über hinaus und dann haben die so leicht so ein bisschen so, dass sie ein bisschen so den Hals überdehnen, wenn ich an der Seite tätowiere, ja. Das hat den Vorteil, dass ihr schon mal in die Richtung und die Richtung ja fast gar nicht spannen müsst. Vielleicht ein bisschen, aber meistens reicht das schon aus. Wenn du so hast, dann brauchst du nur wirklich nach, ja, ich sag mal nach links und nach rechts, jetzt so aus eurer Position raus, müsst ihr dann noch ziehen, ja, also im Prinzip so noch, ja, zack, ja, da müsst ihr noch spannen und dann ist das schon, dann geht das schon relativ gut. Ja, gleiches gilt natürlich auch für vorne, ist aber wenn der Hals so ein bisschen überdehnt, ihr könnt natürlich nicht die Kunden einfach komplett rumdrehen, ja, das ist ein bisschen blöd, ja, wenn ihr komplett rumdreht, dann wird ihm irgendwann schwarz vor Augen und dann ist er weg. Naja, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, funktioniert ganz gut, bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Attacke, top. Zu schieben, wenn du das einmal machen würdest, Patrick. Dann Der Patrick muss drunter leiden, der arme Kerl. Ja. Was soll man sagen? Halstatur, ne? 9 von 10 verbluten. Ja, Leute, ich schwöre euch, das müsst ihr unbedingt mal probieren. Probiert das einfach mal aus. Ja? Wenn ihr kennt, also, es gibt ja Leute, wirklich, die kommen dann hin, die haben da irgendwie so einen kleinen Schmielei tätowiert irgendwie. Smiley, also, ne? Smiley irgendwie von mir ist hier oder was oder am Arm irgendwo und die nächsten Tattoos sollen dann die richtigen sein, die richtig guten, ja, und wo sind die richtig guten? Stimmt, auf der Hand und am Hals, ne, logisch, wo auch sonst. Und dann ist immer schön, wenn die Leute bekommen, sag ich, hätte kein Tattoo am Hals und du sagst denen einfach mal, ja, du weißt aber, 9 von 10 verbluten, aber wir können das ruhig machen und so. Es stimmt natürlich nicht, aber die Blicke, unbezahlbar, Leute, unbezahlbar. Einfach mal durchsehen. Ich lass mal weiterlaufen. Vorteil einfach, dass er hier einfach überdehnt und ich kann jetzt hier in diesem Bereich ganz normal... Moment, jetzt müssen wir erstmal nochmal genauer ins Detail gehen. Was sehen wir denn alles da hinten beim Tom? Das ist doch schon mal, da liegt doch schon mal eine Mastfold Pro, würde ich sagen. Jo, da liegt eine Mastfold Pro, Vaseline, guter Sept oder sowas, rotes Infektionsmittel, die Flasche da mit dem roten Ding, was ist das denn? Ist das Farbe? Welcher Hersteller ist denn das? Okay, Wagen, ja, ist vermutlich, ja, wird der Wagen, denn ich glaube, das sind alles dieselben,
Na, ich glaube, da bin ich ganz ehrlich. Na, ich glaube, da gibt's, das wird wahrscheinlich irgendwo bei einem produziert und dann kleben da 30 verschiedene Firmen in Aufkleber drauf, von wem das ist. Ich glaube, das sind alles die gleichen Wagen. Ja, okay, aber so haben wir es auch. Okay, ja, schauen wir weiter. Mal tätowieren. Ich mache jetzt hier den Knopf auf. Dann sieht man, ich kann hier schön, also ich brauche nicht mehr viel zu spannen. Patrick kann jetzt noch ein Stück weiter vor, weil wenn jetzt nur, nicht Ach weiter in die so, Richtung, ja. wenn jetzt nur so liegen würde, dann würde ihm das ganze Blut in den Kopf laufen. Es wäre eher unbequem mit der Zeit. Da, wo wir das Thema hatten, nicht Kopf über den Kunden aufhängen. Denkst du, es ist etwas besser für dich, oder? Ja. Okay, also so könnte man das Ganze tätowieren und jetzt komme ich hier überall schön hin. Ja, wenn er jetzt in Okay, ja, aber ich glaube, er hat vorhin gesagt, er wollte vorne tätowieren, glaube ich auch, ne? Weil für die Seite hätte ich ihn schon längst auf die Seite gelegt, so hat der wirklich halt wirklich ein bisschen überspannt hier so. Da kann man ja auch schon mal so eine Nackenrolle hier so reinlegen, ja? Und dann hat der halt richtig schön so, ja, dass der jetzt schön gespannt ist, ne? Die Seite, ne? In der normalen Position wäre, leg dich mal normal hin. Dann. Da sehe ich noch was. Leute, ich sehe da noch was. Kann das sein, dass Tom die gleichen Tattoo-Stühle hat wie wir? Es sah unglaublich nach dem Kissen aus, was wir auch da haben. Da bin ich mal gespannt, gleich, ob da nochmal eine neue Muss Position ich kommt. hier einfach deutlich mehr spannen und ich komme nicht so gut hin. Durch das dann hier das Kinn etwas weiter nach hinten lagert, habe ich mehr Spannung drauf und ich komme auch etwas besser an die üblichen Stellen hin. Das Ganze kann ich dann von der Seite machen. Aus der Perspektive von der anderen Seite würde ich auf die andere Seite rübergehen oder die Liege einfach einmal drehen. Wenn du jetzt das Motiv auf die Seite machen möchtest, dann dreh einfach mal den Kopf in die jeweilige Richtung. Das heißt, auch hier kannst du den Kopf wieder überlegen lassen. Das heißt, dass er hier etwas weiter runterhängt. Und jetzt kann ich hier schön anfangen zu arbeiten. Also ich habe hier perfekt gespannt. Ich spanne hier an die Seite raus, ich spanne hier an die. Okay, das besteht ja nochmal, dass ich vorhin gesagt hatte, der Tom wollte hier vorne tätowieren. Hatte ich jetzt so in dem Sinne gar nicht so richtig mitgekriegt, dass es nur um vorne ging. Ja, genau. So lege ich meinen Kunden dann auch hin. Und wie gesagt, meistens noch wie heißen diese kleinen Rollen da aus Schaumstoff mit Leder drum und so. Dann wickelt man die natürlich ein, irgendwie in Folie so, schiebst du ein bisschen so unterm Hals und dann ist das noch ein bisschen mehr überstreckt, so die Sache. Das kommt ganz gut eigentlich. Wichtig da vielleicht noch für Anfänger, also wenn ihr zum ersten Mal am Hals geht, ne, macht nicht den Fehler und klebt auch mit so einem überdehnten Hals den Stencil drauf, dann sieht das später richtig scheiße aus, wenn der normal steht, wie so eine Ziehharmonika, die zusammengequetscht ist. Kann man fast so sagen. Da müsst ihr natürlich auf achten. Ja, also Stencil in normalen Position drauf machen, dann erst überstrecken, dann passt das alles, ne? Und dann tätowieren. Die Seite und mit den Fingern kann ich so spannen und jetzt kann ich hier optimal arbeiten. Ja, von hier oben in diesem ganzen Bereich. Das, wenn ich von der anderen Seite aus machen möchte, dann lege ich ihn einfach genau in die andere Position rein und arbeite dann von hinten. Ja, da sehen wir es auch. Guck mal hinten rechts. Hinten rechts sieht man doch ganz klar, das sind unsere Stühle. Safe. Auf jeden Fall. Ja, wie witzig. Das ist auf jeden Fall witzig. Finde ich cool. Irgendwie. Und was ist da hinten noch? Ist da noch eine Armlehne auch? Das ist doch so eine Armlehne. Und was ist da dran? Mal gleich mal genauer hingucken. Hinten weiter. Das ist jetzt mal die Position für den Hals. Dann haben wir den Nacken. Wenn ich den Nacken Ah, wir sehen ganz viel. Ja, das ist eine XXL-Armlehne da hinten auch. Kann man nicht sagen, welche, aber da ist auf jeden Fall so ein kleines Teil noch dran. Wofür ist das? Was ist das denn? Was ist das? Der Stuhl ist auf jeden Fall unser, auch den wir auch haben. Aber dieses Teil, da war da eine Armlehne dran, wofür ist das denn gut? Das sieht aus wie so ein kleiner Tisch noch, ne? Gut, jetzt, also wir schieben bei uns die Workstations natürlich einfach neben unserem Arbeitsplatz. Den Luxus haben wir da zum Glück, dass wir den Platz dafür haben. Das sieht für mich aus wie ein kleiner Arbeitstisch. Oder vielleicht für ein iPad zum Ablegen, ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, der Tom hat ja nicht mal auch so Dinger verkauft. Ich weiß nicht, sind die für die Armlehnen gewesen? Muss ja, ne? Das sind die bestimmt. Das sind die bestimmt. Ich meine, der hat mal irgendwelche verkauft. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktiv ist so. In seinem Shop. Irgendwas hat er mal verkauft. iPad-Halter oder so. Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber, ja gut, sieht cool aus. Und klar, wenn du jetzt einmal nicht so viel Platz hast, geile Nummer. Position tätowiere, lasse ich ihn meistens den Kunden oder die Kunden sitzen, mache den Stuhl ganz nach unten und dann bitte ich den Kunden einfach den Kopf komplett nach vorne zu machen. Und jetzt habe ich hier die größtmöglichste Spannung. Das heißt, was ich jetzt noch spannen muss, ist nur links und rechts raus. Das heißt, ich kann mit meinem Handballen nach links spannen, mit meinen Fingern so spannen, mit der Hand so rausspannen
und jetzt kann ich hier wunderbar arbeiten. Wenn ich jetzt in diesen Bereich hier rein möchte, dann bitte ich ihn einfach so zu spannen. Und wenn ich in diesen Bereich rein möchte, bitte ich ihn so zu spannen. Und dann komme ich hier überall schön hin. Und so. Fast so wie beim Herrenfriseur. Also wenn ich jetzt zu meinem Barbier gehe, des Vertrauens, der drückt mich auch in sämtliche Richtungen. Ja, gut, das ist nichts hinzuzufügen, muss man sagen. Also wenn du Nacken tätowierst, top, klar. Den Kopf ein bisschen nach unten, da hast du natürlich Spannung nach oben, nach unten. Das ist immer das Wichtige, dass ihr so ein bisschen die natürliche Körperform des Kunden ausnutzt, ja, wenn der gewisse Sachen macht, dass da schon Sachen gespannt sind. Ne? Ja, cool. So kann ich optimal den Nackenbereich tätowieren. Eine weitere Position, die sehr schwierig zu tätowieren ist, das ist der Rippenbogen. Beim Rippenbogen kann man natürlich auch ein bisschen mit unterstützen vom Kunden helfen, dass das Ganze gespannt ist. Ja, Leute, da muss man eben kurz nochmal so mal. Also Rippe ist wirklich schlimm zu tätowieren aufgrund der Kunden meistens. Ja, doch, muss man sagen. Also oder schwierig. Ne, schlimm ist eine andere Sache, aber schwierig. Also ich finde generell auch natürlich so Sachen wie Brust oder Rücken, wo halt durch die Atmung des Kunden, wo du ja schon dich darauf einstellst, wie bewegt sich alles hin und her. Ne? So, und dann hast du manchmal Kunden dabei, die dann mal so ein schweres Atmen zwischendurch einfach brauchen. Ja, also du kannst jemanden haben, der ein Rückentattoo kriegt, der liegt auf dem Bauch gerade. Ne? Also wenn Rückentattoo gemacht wird, du kannst ihn auch erstmal vor dich setzen. Wir machen in dem Fall, packen wir unsere XXL-Armlehne in Folie ein. Dann kann der Kunde sich so da drauflehnen, kann sich so nach vorne beugen. Dann habt ihr auch schon ein bisschen so dieses Spannen, ja, in gewisse Richtung schon. Und dann könnt ihr den oberen Bereich so von Schulter ab, könnt ihr schon alles gut tätowieren. Wenn ihr aber dann in den unteren Rücken kommt, dann sitzt du halt dann so da, ja, wie so ein Affe auf dem Schleifstein, dann ist natürlich dann nicht mehr ganz so gut. Ne? Dann hast du danach 3 Tage lang Rücken, du, dein Kunde, wegen dem Tattoo und du, weil du halt so in der Körperposition eines Es, sag ich mal, tätowiert hast. Ja. Das ist natürlich nicht so geil. Spätestens dann kämen wir bei mir auf eine Liege und dann ist halt dann, wenn mal so ein schwerer Atmer kommt, mit dem du nicht rechnest, und dann bewegt sich der ganze Körper natürlich mit. Und wenn du gerade so schön dran bist und der ganze Körper bewegt sich in deine Richtung entgegen, ist auch für uns als Tätowierer natürlich stressig. Ne? Und solche Sachen, da denkt ein Kunde nicht dran. Ne? Das ist immer gut, wenn ein Kunde mitspielt. Ja? Also auch ein Rippenbogen, auch natürlich eine schwierige Sache. Ja? Ich lege die Leute meistens auf die Seite. Dann lasse ich immer dann den Arm so ein bisschen, dass sie den Arm so ein bisschen hinterm Kopf machen oder so ein bisschen. Dann ist nämlich, dadurch, dass der Arm hier so hoch ist, habt ihr hier schon mal ein bisschen Spannung in diese Richtung. Ja? Und dann mache ich meinen Stuhl, meinen Tattoo-Stuhl. Ja, der ist ja in 3 Teile. Ja, ihr habt einmal den Fußteil, dann habt ihr den Kopfteil. Und ich mache dann noch den Fußteil so vielleicht ein Raster runter. Dadurch hat er natürlich so ein bisschen, das ist vielleicht nicht ganz so gut für die Hüfte, ja, aber für die Zeit, wo man da tätowiert, ist das unglaublich gut, weil dann auch die Hüfte ein bisschen runtergeht, dann hast du auch Spannung nach unten gleichzeitig so ein bisschen. Das hilft mir dann immer, ne? Um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber schwierig zu tätowieren, sowas, ne? Brustkorb das Gleiche. Und es ist auch unglaublich wichtig, dass dein Kunde mitspielt. Ja, muss man auch sagen. Also wenn du einen Kunden hast, der wirklich auch mitdenkt, ist das eine super Sache. Also ich selber tätowiere zum Beispiel keine Underboobs oder sowas. Ne? Ja, aber mein Kollege im Studio macht das, der hat auch schon mal gesagt, so, wenn die Leute dann, wenn du mit denen sprichst, wann die wie atmen, nimmt dir das, erleichtert das die Arbeit ungemein. Ja, da sollte man ein bisschen mit aufpassen. So, weiter geht's. Bedeutet, als erstes würde ich den Kunden immer erstmal seitlich legen lassen oder ich würde etwas hier drunter legen. Also ich könnte es in dem Fall hier einfach so ein Polster nehmen, wickelt da Folie drum, macht es hier hinten rein und bitte ihn dann einmal zurückzulegen. Und jetzt würde er durch die Erhöhung schon mal deutlich höher liegen. Und jetzt, wenn er den Arm hier einmal nach hinten ausstrecken würde, oder auch die Kunden, je nachdem, dann würde ich jetzt hier perfekt. Guck, schau mal einer, guck. Aha. Ja, Mann. Also der Trick,
mit dieser Rolle da noch drum, das ist ja mal geil. Okay, ich sag mal so, kommt natürlich auf die Größe an. Ja, also ich lege einen Kunden natürlich auf die Seite, dann wenn sowas ist, ne? Wie ich gerade schon erklärt hatte, so wie ich das mache halt mit dem, ne, so hier runter, Arm hoch, aber hat er auch gerade gemacht, aber so mache ich das und dann tätowiere ich halt meistens vom Rücken aus in diese Richtung. Ne? Wenn natürlich jetzt was hast, was du kannst den quasi einrasten, wie der Tattoo-Stuhl auch, dass du den Kunden, sag ich mal, wenn der jetzt so liegen würde, so ganz langsam, so hin und her, könntest du ja auch machen. Da kommst du überall gut dran. Das ist ein verdammt guter Trick. Danke, Tom. Geil. Also das werde ich beherzigen. Arbeiten können. Ich bin erstens in einer Höhe. Ich kann mich das Ganze noch anpassen, runter oder hoch. Ich kann natürlich auch mit meiner Liege runter oder hoch gehen. Und habe jetzt halt hier schon mal die Spannung in die und die Richtung reinbekommen. Durch das, dass der Arm hier gespannt ist. Jetzt brauche ich also im Endeffekt eigentlich nur noch mit den Fingern nach oben, nach unten spannen. Kann mit der Hand etwas rüberspannen und kann jetzt hier wunderbar arbeiten. Darauf bitte achten, dem Kunden immer zu sagen, dass er ruhig atmen soll und nicht zu hastisch, wenn man einfach merkt, der Kunde ist aufgeregt, ihm ein bisschen den Stress rausnehmen, weil umso stärker der Kunde einfach atmet, umso mehr Bewegung hast du in deinem Motiv und umso unruhiger wird dann die Linienführung. Und dann haben wir zu guter Letzt noch eine schwierige Stelle am Ellenbogen. Da. Jetzt haben wir sie, die Armlehne. So, da hinten gucken wir nochmal ganz genau hin. Okay, das ist nicht unsere. Ne? Seht schon, das ist so ein, der Griff zum Festschrauben sehe ich gerade. Das ist so, aus welchem Bereich ist das nochmal so? Gaswasser-Scheiße hier, wie heißt das? Sanitär? Ja, so ein Sanitär. Also vielleicht macht irgendeiner von euch Sanitär, von den Zuschauern hier. Vielleicht kann er mal kurz reinschreiben, ob ich da, falls der falsch liege oder so. Aber so hast du früher ja die Wasser hin abgelegt, die Ventile oder so. Ne? Glaube ich, sind so. Ich glaube, heutzutage gibt es nur noch Kugel hin oder so. Also allein schon weniger Kraftübertragung. Das ist halt, glaube ich zumindest, ist, also wäre aus meiner Sicht zumindest viel leichter, bei Wasserleitungen sowas einzubauen. Oder viel sinnvoller, weil du halt viel besser die Kraft aufwenden kannst als so einen blöden Drehgriff. Aber natürlich für eine Armlehne ist das natürlich, geht das klar, ne? Aber wir haben bei uns so wie so Schnellspanner von dem Fahrrad, ja, die haben wir. Deshalb, das wird die nicht sein. Also unsere auch, falls einen das interessiert, unsere sind vom Beppo. Ja, also ich habe damals, als wir die gekauft hatten, gab es die nur bei diesem GG Workshop oder wie es hieß. Und ich weiß gar nicht, wo die genau herkam. Es war nicht Polen, sondern ich schlag mich tot. Ich weiß es nicht genau. Ukraine oder so oder Tschechien. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo die herkam. Und die hat auf jeden Fall eine Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen oder so und das war uns zu lange. Und dann haben wir ein bisschen geforscht und haben wir halt den gefunden, der hat innerhalb von 3 Tagen konnten die liefern. Deshalb haben wir die von Beppo gekauft damals und ja, mittlerweile kriegst du die auch bei zig anderen Herstellern. Ne? Aber das ist echt eine super, das war auch ein Game Changer. Gegenüber vor diese kleinen Dinger, die immer gewackelt haben und dann keinen festen Halt hatten oder du musst halt wirklich, kann man 500 Euro für eine Armleine ausgeben, dass die wirklich halbwegs stabil steht und so. Ist das wirklich ist ein ganz tolles Arbeitsgerät, muss man sagen. Okay, gucken wir weiter. Auch hier hat man sehr viel überschüssige Haut. Ja, wenn man da tätowieren möchte, tut man sich relativ Patrick hat Schwibbel. Nein, aber alles gut. Hallo, kein Hate, kein Front hier an Patrick. Das haben wir alle. Guck mal, und ich habe deutlich mehr Schwibbel. Ich bin auch wahrscheinlich auch doppelt so alt wie du. Ich hab quasi doppelt Schwibbel. Ja, ja, gehe immer stark von aus, dass ich doppelt so alt bin. Deshalb, ja. Aber blöde Position. Ellenbogen ist natürlich schwierig immer, ne? Muss man ganz klar sagen. Ellenbogen ist echt schwer. Ich mal gerade so gucke, wie er da so hängt. Ich weiß gar nicht, liegt er? Nee. Der sitzt bestimmt, ne? Ja, normal ist es auch. Also, ich habe da auch so. Die Leute hängen da echt doof. Muss man aber auch sagen. Du musst aber trotzdem so ein bisschen den Knick deiner Armlehne nutzen. Ja, in dem Fall passiert das ganz gut. Dann, hast du schon ein bisschen Spannung nach oben auf den Oberarm, du hast ein bisschen Spannung in den Unterarm rein. Dadurch ist das schon mal ein bisschen besser zu tätowieren. Zwar immer noch nicht super optimal, du musst also immer noch ein bisschen auch arbeiten, aber es nimmt dir ein bisschen Zug ab. Ja? Und dann ist das gut, ich meine, für den Kunden ist es extrem blöd, muss man ganz klar sagen, weil wenn du so da hängst, also da hast du keinen Bock, 5 Stunden so zu sitzen, muss man ganz klar sagen. Also, aber es ist in der Regel, dass so ein Ellenbogen-Tattoo geht ja in der Regel auch nicht ganz so lange. Ja, also ich weiß nicht, kenne ich viele, die ja irgendwie, ehrlich gesagt kenne ich gar keinen, der irgendwie ein wahnsinnig komplexes Tattoo auf dem Ellenbogen hat. Doch, kenne ich wohl. Nicole. Der habe ich einen Mandala drauf gemacht, aber ein richtig ausartendes.
Ja, die hat wirklich, das war blöd, die musste lange so sitzen. Ja, aber im Normalfall, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe hier so ein Kleeblatt so als negativ machen lassen, weil ich genau wusste, da geht auch mal ein bisschen was raus und so. Und deshalb, da sitzt du dann mal eine Stunde oder so, ne, wenn es hochkommt überhaupt. Oder dieses klassische Spinnennetz oder sowas, das tätowierst du ja in eine Stunde, anderthalb, bist dann fertig. Da kann man schon mal so eine Position ein bisschen verharren, aber für einen langen Zeitraum ist das echt ätzend. Also ich habe zum Beispiel dieses Tattoo auch gekriegt, in dieser Position damals. Wie da, ich vermute mal, er sitzt. Ich glaube nicht, dass er liegt, weil die andere Lehne da im Hintergrund ja zu sehen ist. Die andere, den andere Arbeits... wie heißt er? Der andere Tattoo-Stuhl. So, mein Gott, was ist denn da los? Der andere Tattoo-Stuhl, den siehst du im Hintergrund. Also wird er wahrscheinlich sitzen. So habe ich dann da auch gegangen schon mal. Aber dann hier, 3 Stunden. Ja, da hatte ich aber richtig Rücken danach, das sage ich euch. Ja, also wie gesagt... So, und ihr dürft natürlich einen ganz gravierenden Fehler nicht machen. Nicht oben am Oberarm einfach glauben, man stützt sich mal kurz Zeit ab, weil dann kann auch schon mal die Schulter ein bisschen knacken. Schwer, vor allen Dingen auch, weil die Hautbeschaffenheit hier etwas anders ist. Die ist viel rauer und geht viel mehr Rillen und geht viel mehr in die Tiefe. Um da jetzt wirklich gut die Farbe reinzubringen, lasse ich meinen Kunden eigentlich immer gegenüber von mir sitzen. Lass ihn dann nach vorne schauen, das heißt hier mit dem Arm einfach in diese Beuge rein und dann kann ich hier mit meiner Armlehne das Ganze schön unter Spannung bringen. Das heißt, so in diesem Winkel ist jetzt der Arm hier so fast in einem 45-Grad-Winkel geneigt. Das heißt, ich habe hier eine Spannung drauf und hier eine Spannung drauf und jetzt kann ich hier schön anfangen zu arbeiten. Also ich komme hier überall schön hin. Ich kann ja schön tätowieren. Ist natürlich unbequem für den Kunden, aber macht man einfach öfters mal eine kleine Pause und dann sollte das schon funktionieren. Danke. Wie lässt er uns jetzt dastehen? Wir sagen so, ja, da muss der Kunde halt mal durch. Tom ist Gentleman. Tom sagt, wir machen mehr Pause. Okay, erst rein. Wir sind halt die Ruhrpott-Ansicht. Wir sagen, ja, da muss er halt da sitzen, der will das doch haben. Geil. Nein, aber... Hat der Tom schon recht? Klar, ist logisch, der macht mal immer ein bisschen mehr. Dann ist er, wer will lange so sitzen, ne? So habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Wenn jetzt der Arm zum Beispiel einfach nur so ausgestreckt wäre oder so liegen würde, kann ich natürlich in diesem Bereich hier arbeiten, das ist kein Problem. Aber ich. Da könnte ich vielleicht auch noch ganz kurz was sagen. Also nicht nur Ellenbogen, sondern wenn ich jetzt diese Position hier, wo ich euch gerade erzählt habe, dass ich da echt auch blöd gehangen habe, ich hätte das anders gelöst bei mir im Laden. Ich mache das so, ich nehme meinen Arbeitsstuhl, ja, wo der Kunde dann komplett drauf liegt auf dem Bauch und dann packe ich meine XXL-Armlehne komplett da ran und dort drauf liegt der Kunde im Endeffekt so seinen Arm drauf. Ne, er liegt ja dann flach, dadurch ist das nicht dieses, so eine ganz blöde Haltung so, sondern er liegt dann flach da drauf. Ich habe noch Möglichkeiten, mir von oben den Arm zu ziehen, zu zerren, so wie ich gerade halt alles brauche, damit alles gespannt ist. Hier unten brauche ich einfach mehr Spannung, also drehe ich den Arm hier so hin und habe jetzt hier durch das, dass der Arm hier genau mit der Kerbe hier reingeht, genau den richtigen Winkel. Man kann natürlich jetzt auch die Armlehne noch etwas höher machen, dadurch würde sich der Winkel noch etwas mehr neigen. Aber ich denke, umso mehr der Arm nach oben ist, umso mehr der Winkel da ist, umso mehr Spannung ist auf der Schulter, umso weniger lang wird der Kunde durchhalten. Es kann natürlich auch sein, dass die Finger dann in dieser Position einschlafen, aber ich würde das wirklich verwenden, wenn ich hier genau in der Mitte arbeiten möchte und die Farbe so gut wie möglich reinbekommen möchte. Das sind so die Tricks vom Hautspannen, wie man da am besten damit umgehen kann. Ich hoffe, es ist nützlich für dich und wünsche dir viel Spaß beim nächsten Video. So, erstmal Daumen nach oben, geiles Video von Tom. Ja, Leute, ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, dass es hier nur um wirklich die Schwerpunkte geht, also so schwere Stellen wie Ellenbogen und so weiter, ne? Oder auch Knie wäre ja auch so ein Thema, was schwer zu tätowieren ist und Hals und Co. Ich hatte eigentlich gedacht, ihr geht wirklich auf diese mehreren Punkte ein, so, also was ich schon mal im Video hatte. Wen das interessiert, packe ich auch mal in die Videobeschreibung rein. Natürlich auch den Original-Link zu Toms Video und auch zu Toms Kanal. Werde ich natürlich alles verlinken in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich hätte gedacht, es geht halt eher darum, ja, über das ganz Normale, so wie stretch ich immer so diese Richtungen, die ich halt immer einbehalten muss, möglichst, also ich habe das schon mal erklärt, möglichst 4 Richtungen. Wenn das nicht klappt, zumindest 3. Ja, 3 geht immer.
aber 4 wären noch besser. Hat er jetzt natürlich über die ganzen Körperspannungsmöglichkeiten gelöst in dem Fall. Ich behaupte jetzt einfach mal, am Unterarm wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Ja, also zumindest hier so die Außenseite so. Das ist nicht ganz so leicht. Ne? Da musst du natürlich ein bisschen mehr spannen. Oder mal so ein Oberschenkel und so. Da ist halt nicht das Ganze so viel Spiel drin, wie jetzt, wo du sagen kannst, du kannst die Gewichte so verlagern. So. Ja, das ich gedacht, wäre auch da. Aber ganz ehrlich, ist auch gar nicht negativ, sondern hat mich positiv überrascht, weil ich das wirklich cool fand. So, auch vom Thema, ja. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mir das anzuschauen. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen, Leute? Was gibt's zu sagen? Ich würde sagen, das war's für heute. Die Reaction ist durch, Leute. Wir haben aus einem 6 Minuten, weiß ich, 30 Minuten, 6 Minuten 30 Video oder was da gepostet hat, haben wir eine halbe Stunde oder sowas zusammen kredenzt. Gut, da könnt ihr schon, da wisst ihr schon mal, was, auf was ihr euch einstellen könnt, wenn dann irgendwo mal ein Stream folgt. Das wird wahrscheinlich komplett ausarten. Nehmt euch am besten Urlaub. Nee, Leute, jetzt machen wir ganz schnell Schluss hier an der Stelle. Wie gesagt, lasst gerne mal eure Meinung dazu da, wie euch das ganz gefällt, ob euch auf den Stream freut, ob wie das ist mit den Tagen, ob Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so in diesem Zeitraum, ob das cool wäre. Vermutlich dann natürlich abends. Also ich streame jetzt nicht morgens um 7.30 Uhr oder was. Vielleicht dann 9 Uhr oder so, sag ich jetzt einfach mal. Oder halb 9, 9 Uhr, irgendwie sowas. Ist so bei mir jetzt erstmal so im Kopf drin, die Idee. Und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein, bis demnächst. Ciao. Rock me, baby.